Hallo, Disco Fox Welt. Wie versprochen, hier der zweite Teil heißt bei uns Schleudergang. Ihr wisst ja dann warum. Ja? Und wie gesagt, langsam erklärt, jetzt nicht wie beim Tanzkurs, aber mal kurz aufgerissen. Also, Dame steht links von uns und am Anfang machen wir dann noch den Grundschritt. Ja? Die Dame macht eine Linksdrehung von links nach rechts. 1, 2 und 3. Wir zeigen ihr die rechte Hand. Jetzt macht sie eine Rechtsdrehung wieder zurück von rechts nach links. 1, 2 und 3. Wir zeigen immer gleich die Hand, dass sie weiß, wir wollen die freie an. Jetzt kommt eine Doppelt-Linksdrehung. 1, 2 und 3. Das gleiche Rechtsdrehung, wieder doppelt. 1, 2 und 3. Wieder die Handzeige. Diesmal lassen wir die rechte Hand nicht los. Wir führen die Dame in ein Körbchen. 1, 2 und 3. Ja? Und jetzt, da tun sich die Meinungen, gehen auseinander. Ja? Ab hier machen wir keinen Grundschritt mehr, weil wir die Dame präsentieren. Wir drehen die Dame auf in eine Breze. 1, 2 und 3. Ja, und wie gesagt, ich bleibe jetzt da stehen, weil ich die Dame präsentieren. Ja. Die Dame geht wieder zurück ins Körbchen. 1, 2 und 3. Jetzt das gleiche in einen Armbrecher. Wir lassen die linke Hand los. Ist die gleiche Führung wie bei der Breze. 1, 2 und 3. Mit dem Ellenbogen hier bremse ich sie. Jetzt geht es wieder zurück. 1, 2 und 3. Jetzt kommt eine bekannte Figur, eine Frisbee. Wir drehen sie raus. 1, 2 und 3. Führen sie. Ja, da lassen wir los. Der zweite Teil, oder dann der dritte Teil kommt dann hier, die Liege- und Fallfiguren. Hier machen wir jetzt einen kleinen Schluss. 1, 2. Und da steigt er jetzt wieder ein und 3. Also hier die letzte Figur noch einmal. Frisbee. 1, 2 und 3 und da könnt ihr jetzt weitermachen. Also wie gesagt, das war jetzt Teil 2. Teil 3 folgt auf dem Fuße. Viel Spaß beim Üben. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.